Ja, hallo, mein Name ist Sandra Diepenbrock, ich komme aus Hofheim und ich möchte gerne meine beiden Bücher vorstellen. Stories und Knalleffekt, die sind jetzt neu raus. In den Stories geht es darum, das sind Geschichten von Menschen, 13 Geschichten, die irgendwelche Krisen hatten, verschiedenster Art und die gut bewältigt haben. Das sind Happy End Garantiegeschichten, super gute Nachtgeschichten für abends. Wenn man mal irgendwie Sorgen hat und denkt, schaffe ich das alles, dann liest man eine Geschichte und denkt, okay, wenn die das schaffen, schaffe ich das auch. Das ist der Effekt, der tritt wirklich ein, deswegen habe ich es auch gemacht. Und das kann man sehr schön abends lesen oder auch tagsüber, ist kurzweilig, ganz tolle Geschichten. Alle wahr, ich kenne die, bis auf die Prominenten kenne ich die alle, wirklich sehr, sehr schön. Das andere Buch ist das Knalleffekt, das ist fast ein Jugendroman geworden jetzt über ein junges Mädchen, was zwangsweise nach New York geht, wenn man das so sagen darf. New York ist ja eigentlich ein Geschenk, wenn man da leben darf. Sie findet das sehr cool und stellt dann natürlich fest, dass sich alles Gold, was glänzt. Dann ist die Frage, findet sie da ihr Glück, findet sie ihre Liebe? Wenn ja, wie? Was erlebt sie? Das ist auch sehr Inside New York, da kann man mal ein bisschen in New York leben. Es ist herrlich für den Sommer jetzt, wenn man vielleicht im Taunus bleibt oder in Deutschland oder nach Mallorca nur kommt, dann kann man mit Lara, der Protagonistin, kann man dann nach New York reisen und da ein bisschen was erleben, vom Handtuch aus. Das ist sehr schön.